Hallo ihr Lieben da draußen. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach einen Ballonrock nähen könnt. Also so einen, wie ich jetzt hier gerade anhabe. Meiner ist in dem Fall jetzt aus Cord und hat unten ein Bündchen und oben ein Bündchen und ist wirklich sehr, sehr schnell genäht. So, ja, ich schätze mal circa 10 Minuten. Und ja, das zeige ich euch jetzt. Und das braucht ihr zum Nähen: Bündchenware, Stoff eurer Wahl, zum Beispiel Baumwolle, Jersey oder Cord. Ich habe jetzt in diesem Fall wieder Cord gewählt. Eine Schere oder ein Rollschneider, eventuell Stecknadeln und ein Maßband. Wir fangen also an und messen uns an der breitesten Stelle aus, also am Po. Das sind bei mir 91 cm. Und ich würde ungefähr noch 7 bis 10 cm dazu nehmen. Ich nehme jetzt also meinen Stoff, falte den hier einmal in der Mitte und schneide jetzt ja halt meine gemessene breiteste Stelle plus ca. 7 bis 10 cm und ich nehme deshalb jetzt 1 Meter und schneide jetzt 1 Meter auf der Breite zu. In dem Fall, ja, ist jetzt geklappt, also orientiere ich mich jetzt an einem halben Meter. Und um die Länge zu ermitteln, also das muss halt jeder individuell für sich machen, je nachdem wie lange er den Rock haben möchte. Ich habe jetzt bei meinem Beispiel hier, den ich jetzt trage und auch den ich jetzt wieder zuschneide, habe ich 35 cm gewählt, weil ich finde, das ist eine gute Länge für den Hauptstoff. Ja, und schneide deshalb in der Länge 35 cm zu. Jetzt falte ich meinen Stoff auseinander und lege den rechts auf rechts zusammen. Und nähe jetzt diese Naht von oben nach unten. Jetzt widmen wir uns dem Bündchen oben und unten. So, für das obere Bündchen messt ihr am besten eure Hüfte aus. Ja, das muss, man müsste doch mal das Maßband richtig rumnehmen. So, messt am besten hier eure Hüfte aus, da wo die Hüftknochen sind. So, das sind bei mir 78 cm und das Ganze rechnet ihr dann mal 0,7. Und dann kommen bei mir raus 78 mal 0,7 sind 54,6 cm. Also mache ich mein Bündchen 55 cm. Ich schneide jetzt also mein Bündchen 55 mal 20 cm, sodass ich dann am Ende das Bündchen 10 cm hoch habe. So, und das untere Bündchen errechne ich, indem ich diese Länge von dem fertigen Rock jetzt nehme. Das müssten ja fast das sein, was wir am Anfang ermittelt haben, minus das bisschen Nahtzugabe, was wir jetzt hatten, oder beziehungsweise durch die Naht weggefallen ist, die paar Zentimeter, 1 bis 2 cm maximal. Und das rechnen wir dann auch mal 0,7, sind bei mir 68 cm. Und ich schneide jetzt das Bündchen für den unteren Teil des Rocks 68 cm. Mal circa, jetzt muss ich gucken, wie viel habe ich hier an dem. Ja, mal circa 6 bis 7 cm. Beide Bündchen falte ich nun rechts auf rechts und nähe von oben nach unten die Naht. So, ihr habt ja nun eure drei Teile: der Rockteil, das untere Bündchen und das obere Bündchen. Und faltet jetzt nun euer unteres Bündchen zur Hälfte um und stülpt es über das Rockteil. Und dabei seht ihr schon, ihr müsst das Bündchen natürlich dehnen. So, ich stecke es immer so fest, dass ich Naht auf Naht erstmal stecke. So. Nun geht ihr an die Nähmaschine und näht natürlich das Bündchen unter Zug fest. Also nur am Bündchen ziehen und bitte nicht am Stoff. So,
Und wie gesagt, zieht jetzt am Bündchen. Ich schaue immer mal zwischendurch, wie weit ich ungefähr noch dehnen muss. Ja, okay. Also wie sehr ich noch dehnen muss, damit das Bündchen auch komplett, also nichts übrig ist am Ende oder gar noch zu wenig Bündchen. Aber ich habe jetzt hier ein feineres Bündchen und das macht sich wirklich sehr gut. Das ist halt ein bisschen elastischer als manch andere Bündchenware. So, und hier seht ihr jetzt auch schon, wie sich es zusammengezogen hat. Und dadurch entsteht eben dieser Ballon-Effekt. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit dem oberen Bund. Hier mache ich es eigentlich so, dass ich in der Regel nicht die Naht auf Naht stecke, sondern ja, erstmal noch umschlagen. Sondern mache ich meistens die Naht des Bündchens hinten in die Mitte, damit ich einfach beim Anziehen weiß, was vorne und hinten ist. Ganz einfach. So, und jetzt hier ist es natürlich am besten, man halbiert oder viertelt das Ganze. Das heißt, ich markiere mir in dem Fall jetzt die hintere Mitte des Bündchens. So. Lass das so liegen und markiere mir demzufolge auch die vordere Mitte des Bündchens. So, dann sind die Nadeln aufeinander. Dann falte ich es so, dass die Nadeln rechts und links sind. Mache wieder die Mitte mit einer Nadel als Markierung. Vorn und hinten. So. So, jetzt nehmen wir uns das Rockteil und markieren auch hier. So, faltet mal auf eine Seite. Dann habt ihr die vordere und hintere Mitte ebenfalls markiert mit einer Nadel. Das Ganze auseinander drehen. Und auch hier beide Seiten markieren. So, jetzt stülpt ihr ganz einfach das Bündchen drüber und steckt es an den markierten Stellen zusammen fest, an den vier. Und so könnt ihr euch sicher sein, dass alles genau aufeinander passt. Und ihr wisst dann Stück für Stück, wie weit ihr dehnen müsst, wenn ihr das Bündchen annäht. Dann sind die Raffungen auch gleichmäßig oben am Bund. Denn es sieht schon blöd aus, wenn sich eine Seite mehr rafft als die andere. Dann wirkt der ganze Rock sehr verzogen. So. Hier das aufeinander. So, und jetzt gehen wir wieder an die Nähmaschine. So, jetzt habt ihr es natürlich leichter und ihr dehnt jetzt immer das Bündchen halt bis zum nächsten geviertelten Stück. So, und ihr seht schon, ja, wir müssen ordentlich dehnen. So, und wenn ihr nun euren Ballonrock von der Nähmaschine genommen habt und das Bündchen umklappt, seht ihr einen wunderschönen Ballonrock. So sieht nun unser fertiger Ballonrock aus. Ist mir vielleicht jetzt ein bisschen schlecht, weil ich jetzt alles im Schwarz trage. Aber ich finde es sehr gut geworden und ja, wie gesagt, total einfach. So. So, dann hoffe ich, dass euch meine Nähanleitung für diesen Ballonrock gefallen hat. Und ja,
wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unserem Blog besucht. Ich werde es euch hier mal einblenden. Und bis bald. Tschüss!